Also heil euch, Kameraden, da bin ich wieder, Meinolf Schönborn von der Recht und Wahrheit, von der Heimatfront an der Heimatfront in der Heimatfront. Ich wollte euch heute über meine 70. Hausdurchsuchung berichten, die jetzt endlich stattgefunden hat. Ich musste ja diesmal sehr, sehr lange darauf warten, fast anderthalb Jahre. Aber dass sie eines Tages kam, war normal, hatte ich immer, das war für mich normal und sie kam dann ja auch. Ich hatte also vor wenigen Tagen Besuch von einigen Polizeibeamten vom Staatsschutz Bielefeld. Alles junge Kerle, zwischen 30 und 40, eine vollkommen neue Truppe, von denen ich noch keinen kannte. Sie waren aber sehr nett und sehr freundlich, haben geschellt, haben die Türen und Fenster nicht eingetreten, haben gewartet, bis ich alles geöffnet hatte, haben sich hingesetzt, legten mir den Durchsuchungsbefehl vor und dieser wurde unterschrieben von einer Richterin aus Reda-Wiedenbrück. Und zwar ging es um Folgendes: die Staatsanwaltschaft Berlin, die ja sonst keinerlei Arbeit hat oder augenscheinlich über Langeweile verfügt, hat Strafanzeige gegen mich erstattet, weil ich einen Kalender verkaufe, wie viele andere im Übrigen auch, wo ein Offizier der Luftwaffe abgebildet gewesen ist auf der Titelseite. Und dieser Offizier hat ein Schiffchen auf und auf diesem Schiffchen ist das berühmt-berüchtigte Hakenkreuz, was ja in diesem Lande bekanntlich verboten ist. Aber ich glaube, Hakenkreuz darf man noch sagen, nicht? Also bin ich sicher, aber das wird vielleicht auch noch verboten. Also die Swastika. Dieses Hakenkreuz oder Swastika war allerdings nicht mit bloßem Auge zu sehen. Auch wenn man das sehr stark vergrößerte, ist das Bild auf dem Bildschirm so verschwommen, dass man nur mit außerordentlich viel Fantasie und wenn man es gewusst hat und ein Kenner war, feststellen konnte oder erahnen konnte, dass dort ein Hakenkreuz war. Also, die Begründung war die, da ist ein Hakenkreuz, das weiß jeder, obwohl man es nicht sehen kann, ist dort eins und das würde ausreichen für ein Strafverfahren. Und jetzt wollte sich diese Richterin vom Amtsgericht Reda-Wiedenbrück überzeugen und wollte ein Original von mir haben, was ich natürlich nicht mehr hatte, und hat daraufhin dann die berühmt-berüchtigte Kavallerie rausgeschickt, die dann auch gekommen ist, und dann versucht hat, so einen Kalender zu finden. Die Problematik war, dass ich im Umzug begriffen war und 90% der Klamotten schon auf einen Auflieger waren, auf einen 140 Kubikmeter großen Auflieger. Ich bin mit diesen Polizisten dann zu diesem Auflieger gegangen, habe den geöffnet und habe ihnen gesagt, viel Spaß dabei. Sie könnten den komplett leerladen, sie würden aber trotzdem keinen Kalender mehr finden, denn die hätte ich schon damals alle verkauft. Aber da sie ja ihre Pflicht tun müssten und sie ja anständige Deutsche seien, müssten sie das Ding jetzt komplett leerräumen. Und aber wieder genauso einräumen, habe ich gesagt. Wir haben da ungefähr 2 Tage für gebraucht. Ne? Und dann kam natürlich die große Frage,
arbeitet die Polizei gerne körperlich. Wenn sie das getan oder tun würden, dann wären sie ja nicht Polizist geworden. Nicht? Sie standen also vor diesem riesen Auflieger. Ich muss gestehen, einige waren am Grinsen. Ein paar schüttelten den Kopf, bis dann der Leiter sagte, der Leiter von der Truppe, haben Sie denn eine Rechnung von Ihrem Zulieferanten? Ja, die habe ich gesagt. Die ist aber nicht auf den Auflieger. Die haben wir da und da, wo sie hingehört. Ne? Und sagt er, wie viel haben Sie denn von diesen Kalendern verkauft? Ich sage, 3 Stück. Wie, sagte er, 3 Stück? Ja, ich sage, 3 Stück. Ich habe natürlich mehr Kalender verkauft, aber von diesem Verein gibt es mindestens 10 verschiedene Sorten. Aber von diesen habe ich nur 3 verkauft und das könnte ich auch beweisen. Und dann sagte der Mann sofort, zumachen. Dann sind wir zurückgegangen und dann habe ich ihm die Rechnung gezeigt. Und da stand das dann auch wahrlich drinne, dass es nur von diesem Kalender 3 waren. Und dann haben die Jungs einfach noch ein Protokoll gemacht, dass sie nichts gefunden haben. Und haben, ja, sind dann leicht schmunzelnd von dannen gewesen. Diese ganze Hausdurchsuchung dauerte maximal 2 Stunden. Es wurde nichts beschlagnahmt, es wurde nichts beschädigt und so weiter. Und sie wollten auch kein Glas Sekt mit mir trinken und anstoßen auf die 70. Vielleicht bei der 100. Ich weiß es nicht. Aber das war dann meine 70. Hausdurchsuchung. Aber ich habe dann mit meiner Lebenspartnerin dann doch angestoßen, denn 70, das ist ja schon wirklich eine Nummer. 70. Hausdurchsuchung, wer hat schon 70 Hausdurchsuchungen? Und ich muss dann aber auch gestehen, einige Tage später oder einige Wochen später habe ich dann die Einstellung des Verfahrens bekommen. Das war so dann selbst der Richterin zu Bund wegen 3 Kalender daraus zu konstruieren, dass das dann staatsgefährdend sei. Aber das zeigt auch, wie dieses System drauf ist. Ne? Sie hat Angst vor das Hakenkreuz. Und das gibt einen doch zu denken. Ne? Was ist an diesem Hakenkreuz dann also alles dran? Da muss also eine Menge dran sein, wenn die schon Angst haben vor Hakenkreuzen, die nicht zu sehen sind, die nicht eindeutig zu sehen sind. Wenn Sie da schon Bedenken haben, da solltet ihr mal drüber nachdenken. Und jeder, wer Interesse hat, kann mir ja mal schreiben, was oder worin die Angst dieses Systems besteht. Die Angst vor dem Hakenkreuz. So, und das war's für heute. Und jetzt gucken wir uns die ganze Zeit an.